Also ich fange damit an, dass ich Ihnen von den 20 Reformen, die die Professoren vorschlagen, mit denen sie Geld einsparen wollen, und aus dem eingesparten Geld könnte man dann eventuell die Klimaziele auch der jungen Generation mitfinanzieren, denn es ist ja teuer, ohne den Bürgern in die Tasche greifen zu müssen, was ja so sehr diskutiert wird oder kontrovers diskutiert wird. Und wie sieht jetzt diese Gesundheitsreform aus? Stellen Sie sich vor, da drüben wäre jetzt mein Hausarzt, ja? Und der würde in Zukunft sozusagen entlastet erstmal von dem ganzen Papierkrieg, den er jetzt zu tun hat. Ärzte beklagen sich darüber, dass sie 50% ihrer Zeit, da sehen Sie sich übrigens, 50% ihrer Zeit mit Papierkrieg zu tun haben. Davon würde er entlastet und würde uns dann mir kostenlose, spaßmachende Gesundheitskurse, Ernährungskurse, Sportkurse, einen eigenen Sportverein kostenlos, Tanzveranstaltungen ohne Alkohol und Zigaretten und alles Mögliche anbieten, nur dass die Menschen einfach Spaß haben, sich mit gesünderem Leben zu beschäftigen. Dadurch werden wir alle etwas seltener krank. Wir müssen davon, von den eingesparten Geldern natürlich der Pharmaindustrie helfen, diese Kurve zu kriegen, zum Gesundheitsförderungskonzern zu werden, müssen sie auch da unterstützen, ja, damit die nicht Probleme kriegt. Und dann werden jedes Jahr, der Arzt Christian Zimmermann vermutet vom Allgemeinen Patientenverband, dass wir jedes Jahr 70 Milliarden plus machen können durch eine vernünftige Gesundheitsreform. Und davon könnte man und von mit den anderen Reformen könnten wir uns den Luxus leisten, sogar den Klimazielen der jungen Leute entgegenzukommen. Sie hören jetzt zum ersten Mal von diesem dritten System, der zweiten Scientist for Future. Wie klingt das? Klingt das unvernünftig? Also von meinem ersten Eindruck würde ich sagen, ist das sehr vernünftig, weil ich das eben auch für gut halte, halt auf dieser Basis von gesunder Förderung, also Prävention, Sport, Bewegung. Halte ich also auf jeden Fall für gut. Also schon der Kinderarzt den Kindern beibringt in der Schule, wie man sich gesünder ernährt, weil er ein Interesse daran hat, dass die Kinder gar nicht krank werden. Ja, auf jeden Fall. Also das kann ich nur unterstützen. Ich muss noch dazu sagen, ich habe es fast vergessen. Der Arzt kriegt dann, wenn ich zum Beispiel für jeden Monat, den ich gesund bleibe, kriegt er fürstliches Geld ausgeschüttet. Wenn ich krank werde, kriegt er einen Tick weniger. Also sodass er immer interessiert an meiner Gesundheit ist, präventiv. Ja, also das finde ich sehr gut, präventiv da für die Gesundheit zu sorgen, bevor man gar nicht erst so weit kommt, dann mit Medikamenten und so weiter. Also. Ja, genau. Und als praktische Lösung haben wir jetzt, weil wir haben jetzt festgestellt, dass die Professoren und die Bundesministerin nicht in die Großmedien kommen. Wer ist gerade in den Großmedien? Greta Thunberg. Haben Sie es verfolgt so ein bisschen? Greta Thunberg? Ja, stellen Sie sich vor, die stände jetzt hier und würde zu den 30 Journalisten, die dann um uns rumständen, nur einen Satz sagen. Wir sollten in jeder Talkshow einfach mal kontrovers diskutieren, ob dieses dritte System, der zweiten Scientists for Future, ob das nicht der Durchbruch für uns alle ist. Ja, könnte ja ein Durchbruch sein. Ja, denn die Medien hören nur auf uns, wenn ein Promi dabei ist. Stellen Sie sich vor, hier stände jetzt Arnold Schwarzenegger dabei, ja? Dann wären die Medien alle da, ja? Also die fliegen auf Promis. Und das ist so unser Lösungsmodell. Und woran scheitert es bis jetzt? Die jungen Leute, die gerade die Musik ein bisschen aufdrehen, was man übrigens kaum hört hier in dem Mikrofon, sind leider in der Tendenz so linksradikal, dass sie lieber in das zweite System, wir haben ja Kapitalismus, Kommunismus, die würden lieber in den Kommunismus gehen. Da sind die Professoren natürlich nicht mit einverstanden, ja? Weil das würde bedeuten, dass wir gar keinen Markt mehr haben, keinen Wettbewerb mehr. Und das, was ich Ihnen eben geschildert habe, Prävention, da würde sich der Arzt schon anstrengen und sagen, ich will schon in der Rangliste ein bisschen besser stehen als mein Kollege nebenan und gebe mir Mühe, den Leuten zu helfen, gesünder zu leben. Und so wollen wir doch eine Marktwirtschaft, ne? Ja, also das sehe ich auch so. Ja, ja. Mhm. Na gut, dann danke ich Ihnen und dann haben wir eigentlich alles geschafft. Also Ihr abschließendes Resümee, das erste Kennenlernen des dritten Systems, der zweiten Scientists for Future. Ihr Abschlusssatz? Wir hoffen auf eine bessere Zukunft. Ja, alles klar, Dankeschön. Sie finden